Volles Haus im Johanniterhort. Wie in jedem Jahr führen die Kinder in der Adventszeit ein Weihnachtsmärchen auf. Dieses Mal hat sich Märchenleiterin Heike Rudolf für das Stück Der Teufel mit den drei goldenen Haaren entschieden. Es ist eines meiner Lieblingsmärchen, die immer so im Fernsehen liefen, und deswegen habe ich das ausgewählt. Schon seit September haben die Kleinen mit Heike Rudolf den Text und die Choreografie eingeübt. Die stolzen Eltern der Erst- und Zweitklässler waren gestern eingeladen. Heute kamen dann die der 3. bis 6. Klasse, um die inzwischen schon traditionell gewordene Märchenaufführung ihrer Kleinen anzuschauen. Ich muss die drei goldenen Haare vom Kopf des Teufels zu meiner Prinzessin holen. Also es ist eine sehr schöne Tradition geworden, zu Weihnachten ein Theaterstück aufzuführen. Außerdem spielen die Kinder sehr gern Theater und müssen das ja irgendwo ihre Bühne finden. Und Weihnachten ist eine sehr schöne Zeit dafür, und deswegen spielen wir Weihnachten immer ein Märchen. Aber nicht nur den Eltern und der Märchenleiterin hat die Aufführung gefallen, sondern auch dem Weihnachtsmann. Der kam nämlich zum Abschluss vorbei und hat Geschenke an die kleinen Schauspieler verteilt.